Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Transocean 2 Rivals. Bei uns in der Shipping Inc. mit 13,6 Millionen Cash auf dem Konto und ja gerade mal noch 41 Tagen Zeit, bis dieses Kapitel 2 endet und wir mindestens eines dieser Ziele erreichen müssen. Ja, es ist eine sportliche Aufgabe. Habe ich so den Eindruck, wir haben 4 Schiffe am Start. Eins davon wollte man beim letzten Mal testweise verkaufen. Da hat sich herausgestellt, der schlechte Zustand trägt nicht unbedingt zu einem guten Verkaufspreis bei. Tja, wir sind ja dann in Richtung Quebec gefahren, ne? Und sind jetzt gespannt, ob wir durch eine Reparatur hier vielleicht ein bisschen was gewinnen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bavaria 4 ist in New York eingekommen. Wir zahlen 600.000 Konventionalstrafe. Naja, aber immerhin 1,4 Millionen Erlös. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, es kamen auch ein paar Kommentare von euch. Vielen Dank dafür. Unter anderem natürlich auch der Hinweis. Pass auf, die ein oder andere Entscheidung war vielleicht doch etwas unwirtschaftlich. Ja, das ist durchaus möglich. Auch ich bin nicht gefeit vor Fehlern. Ich treffe auch gerne unlogische und unwirtschaftliche Entscheidungen, so wie halt die großen Bosse in der Finanzwelt. Ebenso, nur mit dem Unterschied, dass die wesentlich besser bezahlt werden, aber ich dafür besser schlafe. So, wir sind mit der Bavaria 4, unserem Container, in New York. Das ist schön, das ist toll, 47% ist jetzt nicht so der Hit, wir tanken den Eimer voll. Und jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Wo können wir ein bisschen Kohle rausholen? Wo ist die Fahrtstrecke vielleicht nicht allzu lang? Genug wären 7 Tage, das ist schon mal ein Brett, allerdings bleibt da jetzt auch nicht allzu viel hängen. Wenn ich mir das so anschaue, Balboa auch nicht wirklich, New Orleans 5 Tage, da würde ein bisschen was hängen bleiben. 2,4 Millionen zumindest Umsatz, was das für unseren Gewinn bedeutet. Naja, wir wissen ja, ein bisschen wird immer abgezogen und so, aber trotzdem, ich glaube, das wäre wohl von hier aus betrachtet momentan das beste Paket, deswegen nehmen wir das. Genau, 3 Aufträge. Auf Schiff, es geht ab nach New Orleans. Viel Spaß. Achso, und die Bavaria ist in... Wo bist du? Du bist in Halifax. Ja, okay. Und jetzt? Achso, du wolltest nach Quebec, gell? Stimmt. stimmt. Also, dann düst du nach Quebec. Tankst du noch kurz auf. Brauchst du nicht, gell? Genau, dann ablegen. Danke, tschüss. So, nächste Kollege in Lima, die Bavaria 3 mit 2,7 Millionen Gewinn. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Das ist unser Tankschiff, ne? Die 3, genau. Bavaria 3, wo ist der denn? Hallo, wo ist mein Schiff? Wo zur Hölle? Bin ich jetzt blind? Wieso sehe ich hier mein Schiff nirgends? Wo ist mein Schiff? Wo zur Hölle ist mein Schiff? Hm. Okay, egal. Wir klicken auf die Auftragsliste. Bavaria 3 Tank. Stimmt. So, du bist in Lima. Das ist ganz toll. In Peru. Wo geht's hin? Na, oh, Havanna wäre ordentlich bezahlt, aber auch ordentlich eine Strafe drauf. Nicht gut. Wir tanken erstmal. So. Nach Chile wird's gehen. San Antonio ist aber nur ein Auftrag in 4 Tagen. Ist nicht schlecht. Aber das hier wäre in 4 Tagen natürlich wesentlich interessanter. Ne? Balboa, Panama. Havanna wären 7 Tage, wären ordentliche Aufträge, aber wir würden immer ordentlich auch Strafe zahlen. Boah, das sind Top-Aufträge, aber ich kann es nicht bringen. Halifax 12 Tage, 4 Millionen? Sapperlot. Ja, aber können wir nicht mit Vollgas fahren, ne? Reicht der Sprit nicht aus? Also heißt für mich, wir düsen nach Panama. Nehmen 3,3 Millionen in 4 Tagen mit und freuen uns, ja. Wird's Beste sein. So, volltanken müssen wir nicht. Genau, der Eimer ist voll. Ablegen. Danke, tschüss. Nächste Kunde bitte. Was macht die Konkurrenz so? Die gute Boyle ist mit 27 Millionen mal deutlich in Führung. Gut, die hat auch 2 Tankschiffe, ne? Die macht 2x ordentlich Asche. Die gute Dame, Mr. Masters, nur hinkt noch ein bisschen hinterher. Auch weil der hat zwar auch 2 Tankschiffe, aber trotzdem, bei dem scheint es so nicht so ganz zu laufen, habe ich den Eindruck. Oh mein, das ist ja nicht unser Problem, ne? Kann uns egal sein. So, Georgia Ports. 1 Million haben eingesteckt. Vielen Dank dafür. Das ist doch schon mal nicht ganz verkehrt. So, hier zum Beispiel sehe ich die Bavaria, unser Schiffchen. Genau. Bavaria 2.
Kann ich dich? Nee, reparieren kann ich nicht, gell? Nee. Das heißt, ich... Was heißt das? Genau, das hier heißt, ich habe hier eine Werft. Das ist toll. Das ist prima. Ja, super. Haben wir billige Tankschiffe vielleicht? Nein. Okay. Hätte er sein können. Da hätten wir einen Container noch. Aber wir brauchen keinen Container. Das Bulkschiff brauchen wir auch nicht, damit es kein Geld verdient, ne? Haben wir schon festgestellt. Weg hier. Aufträge. So, Container. Wo geht's hin? Wo können wir Kohle machen? Möglichst kurze Strecke, wenn es geht. Halifax wäre mal interessant. Mit bisschen Strafe allerdings. Nicht gut. Buenos Aires ist uninteressant. Honolulu ist uninteressant. Ja, dann sind wir bei Halifax, ne? Einmal kurz Strafe zahlen, ja. Ja, es ist besser als nix. 4 Tage. New York 2. Oh, New York 2 Tage wäre natürlich auch nicht verkehrt. Das ist 1,5 in 4. Nicht ganz, wenn wir Strafe rechnen müssen, ne? Dann nehmen wir New York, das ist viel interessanter, ja. Ja. Da nehmen wir New York. Also. 2 Tage 900.000, ne? Das ist okay. Das ist auf den Tag umgerechnet besser als die Tour nach Halifax. Definitiv. Oh, verdammt, was ist das hier? Scheiße, ich muss nach Halifax. Das ist ja doof. Ich habe ja noch was dabei. Kann ich den stornieren? Nein. Oh, oh. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man dann zwischen den Aufnahmen Pause macht. Da kann das schon mal vorkommen. Nicht gut. So, Bavaria 1 in Quebec. So, auf geht's. Jetzt sind wir gespannt, was die Reparatur macht. So, wo kann ich hier meine Mühle reparieren? Wo war die Kiste? Wo ist meine Mühle? Hallo? Ach ja, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich mein Schiff nirgends finde. Doch hier. So, Reparatur, pass auf. Was? 8 Millionen? Echt? 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage ist schon lang. Oh, ist das teuer! 6 Millionen haben sie uns für den Eimer noch gezahlt, ne? Oh, 8 Millionen, ey, das ist... 5 Tage, komm, wir gehen auf 74%, wir probieren es einfach mal. So, 5 Tage noch, okay. Na dann. Oh Mann. Da blutet mir das Herz so, wenn da die Kohle rausgeht. Patricia Hohlstein, ne? Die, wie sie mal in ihrer Brille rumfuchtelt, die gute Dame. So, Halifax, genau. Wir müssen nach Halifax. Jetzt ist hier natürlich kein Auftrag für Halifax dabei. Das war wieder so klar. Perfekt. Dieser blöde Auftrag zu hier. Du bist vom Zustand 51%. Auch nochmal so toll, gell? Weißt du was? Dann nehmen wir den Kollegen hier nach Quebec auch noch mit. Dann geht's halt nach Halifax, dann nach Quebec. Anouk ist natürlich auch nicht ganz verkehrt, ne? Boah, das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Das ist geschenkt, den nehme ich mit. Sorry, muss sein. Es geht erst nach Nuuk ablegen. Das ist geschenkt. Die Strafe ist lächerlich. Also wenn ich den Auftrag nicht annehme, dann mache ich irgendwas falsch. Bavaria 3 Ankunft mit 3,1 Millionen Gewinn. Sehr hübsch. So, Panama. Lass doch mal voll tanken. Boah, Frechheit. Ey, ich überlege mir das mit dem Volltanken nochmal. Georgia Ports, 4 Tage. Das sieht schon mal sehr interessant aus. New Orleans ebenfalls 4 Tage. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh, 2 Millionen Sackelzement. Also, wir halten fest, Georgia Ports oder New Orleans. Was kriegen wir bei New Orleans alles rein? Da würden wir 4,2 Millionen reinkriegen. Hat sich erledigt. Passt. Kriegen wir mehr rein als bei Georgia Ports, würde ich sagen, ne? Okay. Wir tanken ein bisschen voll.
Ja, nehmen wir das Zeug mit ab nach New Orleans. Dankeschön. 4,4 Millionen, ey, das ist doch geil. Das ist doch nur geil. So, jetzt ist die Reparatur hoffentlich bald erledigt hier mal. Was haben wir da? Wir waren ja 4 New Orleans. Läuft, 2,2 Millionen. Danke, das ging schnell. Das ging schnell. So, halt. Da war der 4, genau. Wir tanken voll. Hier ist wesentlich billiger. Also, hier machen wir die Kiste voll. New York, 5 Tage, uninteressant. Georgia Ports 2 Tage. Havanna 1 Tag. Was, Havanna 1 Tag tatsächlich? Das haut mich jetzt noch nicht vom Hocker alles. Nicht wirklich. Und hier zahlen wir ordentlich Strafe, genau. Zahlen wir auch ordentlich Strafe. Ja, weißt du was, dann geht's nach Balboa. Komm, nehmen wir einmal kurz die Strafe hier in Kauf. Ne, 3 Tage, was soll's, 450.000. Ist egal. Kriegen wir hin, ablegen, danke, nächster Kunde. Ist jetzt hier eigentlich die Kiste mal repariert, vielleicht. Ein Tag noch, mein Gott. Okay. Ja, ich bin wieder ungeduldig, ich weiß. Alles Ihre Schiffe ist fertig repariert. Ja, danke. Prima. So, da ist der. Ah ja, da kommt der Hinweis, okay. So, wenn ich dich jetzt verkaufen würde, theoretisch mal. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, die Mühlen zu reparieren. Der Verkaufspreis ist gerade mal um irgendeine gute Million nach oben gegangen. Das, also zuvor war es bei 6, Quetsch. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Nee. Dann hätte ich es auch so verscheppern können. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 32 Tage, na gut. Also die 25 Millionen packen wir, das ist nichts Problem. Das war's, Tank voll. Und fahr nach New York. Nee, fahr nicht nach New York. Fahr nach Halifax. Bringt in 2 Tagen mehr. New York bin ich 4 Tage unterwegs und kann nur 2 mitnehmen. Na, wobei, Moment. Nö, mache ich doch so rum. 450.000 und 960.000. Ja, dann fahre ich lieber hier nach New York. So machen wir das. Mitnehmen, Dankeschön, ein bisschen Kohle nach New York. Servus. Ach ja. Ja, es kam schon wieder ein Patch raus übrigens. Die 1.08 ist jetzt am Start. Gab wieder ein paar kleinere Bugfixes und einen Kampagnenstopper. Die wurde entfernt. Offenbar gab es einen kleinen Kampagnenstopper. Wäre natürlich fatal gewesen, ne? Wenn du mitten in der Kampagne bist und dann müsste ich blöb. Geht's nicht weiter. Es ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber Gott sei Dank haben sie es gefixt. Finde ich in Ordnung. Auch wenn es uns jetzt im ersten Moment nicht betroffen hat. Aber hey. Ich kann auch ganz gut ohne leben, ne? Muss nicht sein. So. New Orleans. New Orleans, New York wäre interessant. Das wären 5 Millionen. Georgia Ports wäre auch interessant. Das ist sogar 6,1. Plus einmal Strafe, die 280, mein Gott. Was ist denn das? Öl. Ja, Öl lohnt sich offenbar, ne? New York sind 5 Millionen. Aber auch mit einmal Strafe. Also deswegen, ja, fahre ich diese 2 Tage und kassiere ordentlich Asche, hätte ich gesagt. Läuft. Ablegen. Danke. Was macht die Miss Boyle? 34 Millionen, leck mich am Arsch. Der Masters holt ganz schön auf, du. Ja, die Tankschiffe, man sieht's ja echt. Das, da bleibt die Asche hängen. Da bleibt die Asche hängen bei den Tankschiffen. Ankunft genug. 300.000 Strafe ist mir wurscht. Mir völlig wurscht. Da habe ich ja noch was am Start, ne? Bei dem Kollege hier, genau. Halifax und Quebec. Lass mal auftanken hier. Zack. Bam. Wo müssen wir zuerst hin? Nach Quebec. Okay. Dann nehme ich den Auftrag mit. Danke. Nach Halifax müssen wir es. Und kann ich den euch auch noch mitnehmen? Wobei. Nehme ich den mit. Der bringt mehr. Ja. Mitnehmen. Danke. So, also es geht zuerst nach Quebec. Ablegen. Und hoch die Tasse. Die nächsten
Millionen auf dem Konto. Was? Haben wir da echt Strafe gezahlt? 450.000? Okay. Naja, mein Gott. Kann schon mal vorkommen. Kann schon mal passieren. Also dieses Kapitel schaffen wir, denke ich. Da lege ich mich jetzt mal fest. Die 25 Millionen haben wir geschafft. Das packen wir. Jetzt könnten sie uns bloß noch irgendwie ein Schnippchen schlagen, ne? Dass sie jetzt dann doch noch wie blöd anfangen, irgendwie Container oder Bulkschiffe zu kaufen und wir dann ganz dumm ausschauen. Das wäre möglich. Ich will es nicht verschreien. Was würde sich denn hier jetzt anbieten, Mensch? Georgia Ports 5 Tage. Nee, Strafe, Strafe, Strafe. Manzanillo, 5 Tage. Ohne Strafe. Ja, dann würde ich sagen, diesmal noch Manzanillo. Na, hier zahlen wir einmal kurz Strafe. 2 Tage 50.000. Sind 5 Tage unterwegs und 2,4 Millionen ist natürlich schon wenig. Aber hey, das ist ja unser Container. Das ist kein Tankschiff, ne? Da ist es halt so. Naja. Momentan hätten wir ein Ziel erreicht, das hier, ne? Aber das gefällt mir nicht, dass die hier plötzlich Asche macht ohne Ende. Die gute Dame muss im Endeffekt bloß noch kurz vor knapp einen Container kaufen. Dann haben wir dieses Ziel nicht mehr erreicht und dann sehen wir alt aus. Also, na, wenn die gute clever ist, macht sie das. Haha, die gute Miss Poil. Und wieder ein Neuzugang. What? Oh Gott. Na okay, Tankschiff hat sie gekauft. Ja, die gehen alle wahnsinnig auf Tankschiffe. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist eine Frechheit. Oh, 6,1 Millionen, mein Gott. Ja, kein Wunder, wenn du mit Tankschiffen so Geld druckst. Und, Entschuldigung, aber das ist wirklich Geld drucken, was die hier machen. Was ist hier? Ach Gott. Ja, ja. Ist schon recht. Die nächste Kohle. So, Bavaria 3. Jetzt pass auf. New York 2 Tage. Houston 3 Tage. Boah, Los Angeles. Aber 13 Tage ist natürlich schon ewig lang, ne? Das ist schon... Ist zu lang. Nee. Machen wir New York. Auch wenn es sich eigentlich nicht wirklich lohnt, aber 2 Tage, okay. Dafür tanken wir günstig, ne? Hat doch auch was. Das ist das hier? Benzin und Diesel. Ja, da können wir vielleicht selber noch was in unseren Tank einfüllen. Nee, das schadet ja nicht. So, halt, habe ich dich jetzt eigentlich losgeschickt? Ich muss nach New York, ne? Ablegen. So. Was ist mit dir? Wo bist du? In New York. Ah, Moment. Hallo? Jetzt habe ich hier wieder meine Navigationsprobleme. Sehr hübsch. So, genau. Du bist leer. Also vom Auftrag her, nicht vom Tank. Hast nichts zu tun. Das ist ganz schlecht. Da wollen wir mal kurz abhelfen. Houston wäre interessant, aber es sind 6 Tage. Aber alles Bulkschiff halt, ne? Plus einmal ein bisschen Strafe. Ja, komm. Ich fahre mal nach Houston mit dir. Mit dem Bulkschiff ist einfach nichts verdient, ey. Das merkst. Das ist übrig wie sonst noch was. Deswegen nutzt es auch keiner hier. Weder der Masterson noch die Boyle. Ja, das war die kleine Tankrunde, genau, die billige für 1,7 Millionen. New Orleans. Oh, 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 Wahnsinn. 5 Tage Cash in the Dash, sage ich da bloß. Oh, ah, wobei hier zahlen wir Strafe, das scheppert ja nur. 7 Tage Nuke. 22 Tage Anchorage, sehr lustig. Nuke würden wir schaffen. Jetzt pass auf. Nuke würden wir schaffen. Das wären 6,2 ohne Strafe. In 7 Tagen. 6,2 in 7 Tagen. Das sind 5,8. Wir haben hier vier Tage, wo wir Strafe zahlen. Deswegen... Ah, das schreckt mich gerade ein bisschen ab. Ja gut, auf der anderen Seite ist es immer noch besser bezahlt als der dann, ne? Wenn man es so nimmt.
7,5. 7,8. 7,9. Es ist echt schwierig. Ja, dann mache ich so. Ja, mache ich so. Mitnehmen, das Zeug, alles gut, ablegen, prima. So, wie viel Zeit haben wir noch? 25 Tage noch. Ja, ich könnte noch mal ein Schiff kaufen. Ja, richtig. Die Frage ist, was für eins? Und ich muss aufpassen, dass mir die zwei hier nicht unterm Arsch wegfaulen. Ich muss die auch reparieren. Hilft nichts. Aber Freunde, machen wir nicht mehr heute. Garantiert nicht mehr, sondern machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Transocean 2 Rivals. Ja, ich lege mich fest, wir werden diese Mission, denke ich, schaffen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal und wünsche euch wie immer bis dahin eine gute Zeit. Macht's es gut und Servus.